Hey! Heute gucken wir mal die 20 größten Tiere jemals mit dem. Kamera aufgehoben und wo sind. Okay. Mal gucken, ob was Interessantes dabei ist. Los geht's. Ist der Blauwal das größte lebende Tier auf der Ja. Erde? Aber wusstest du, dass es noch andere Tierarten gibt, die ebenfalls zu enormer Größe heranwachsen können? Heute werfen wir einen Blick in die Natur und zeigen euch die 20 größten Tiere, die jemals mit der Kamera eingefangen wurden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Nummer 20. Sieht aus wie ein prähistorisches Tier und soll das größte Spitzmaul-Nashorn aller Zeiten sein. Es wurde 1950 in einem Schutzgebiet von Amboseli, einem Nationalpark in Kenia, mit der Kamera eingefangen. Kein Wunder, dass sie hunderte von Menschen anlockte, die alle ihre abnorme Größe und ihre Hörner sehen wollten. Boah. Ein durchschnittliches Nashorn wiegt etwa 1600 Kilogramm, aber Gerti soll unglaubliche 2300 Kilogramm gewogen haben. Stell dir vor, das kommt auf dich zu. Nummer 19. Weißkopfseeadler sind Raubvögel, die hauptsächlich in Kanada und den Vereinigten Staaten leben. Wie groß sie sein können, merkt man erst, wenn man sie in echt sieht. Oder in diesem Fall in diesem Video. Ob du es glaubst oder nicht, aber der durchschnittliche Weißkopfseeadler kann seine Flügel bis zu 2 Meter ausbreiten. Diese Flügel waren in der Vergangenheit vom Aussterben bedroht, aber heute ist die Population wieder deutlich gewachsen. Nummer 18. Große Stachelrochen sind seltene Tiere, die man nicht oft an der Wasseroberfläche sieht, aber wenn es passiert, übertrifft es alle eure Erwartungen. Der Stachelrochen in diesem Video soll einer der größten sein, die je gefangen wurden. Er wurde Berichten zufolge im Mekong in Kambodscha gefangen und wog über 300 Kilogramm. Die Evolution war auf der Seite des Stachelrochens. Denn in den Millionen von Jahren, die sie existieren, haben sie sich auf über 5 Meter entwickelt. Es gibt jedoch Berichte, die besagen, dass sie sogar noch größer werden können. Nummer 17. Hunde sind die besten Freunde des Menschen. Und mit einem Hund wie dem in diesem Video an deiner Seite wirst du dich nicht so leicht erschrecken lassen. Bei dem Hund soll es sich um einen tibetischen Mastiff handeln. Eine Hunderasse, die im Allgemeinen schon sehr groß werden kann. Aber der Hund in diesem Video scheint erschreckend größer zu sein als der durchschnittliche tibetanische Mastiff. Ursprünglich wurden sie in Tibet als Wachhunde gezüchtet und können eine Größe von bis zu 90 Zentimetern und ein Gewicht von 70 Kilogramm erreichen. Ja, schon heftig. Nummer 16. Gibt es etwas, das deine Haut mehr jucken lässt als eine Schnecke? Nun wahrscheinlich eine Riesenschnecke. Darf ich vorstellen, die schwarze Meeresschnecke, die buchstäblich die größte Schnecke der Welt ist. Man findet diese Tiere entlang der Pazifikküste der USA. Eine einzige schwarze Meeresschnecke kann bis zu 14 Kilogramm wiegen. Das ist mehr als ein kleiner Hund. Was würdest du tun, wenn du spürst, dass sie an deinem Bein krabbelt? Nummer 15. Kaninchen und Hasen gehören zu den schnellsten Tieren der Welt. Aber wenn du so groß wärst wie Darius, wärst du dann immer noch so schnell? Darius ist ein flämischer Riese, eine belgische Kaninchenrasse, die zu den größten der Welt gehört. Wie ihr sehen könnt, ist er fast genauso groß wie sein Besitzer. Darius ist unglaubliche 1,3 Meter groß und wiegt fast 22 Kilogramm. Nummer 14. Ihr habt es vielleicht nicht gewusst, aber Pinguine führen ein hartes Leben. Alles ist gegen sie, sobald sie aus der Schale kommen. Aber wenn du die Größe dieses Kaiserpinguins hast, wirst du wahrscheinlich nicht so viel Angst haben. Wie hoch würdet ihr seine Größe schätzen? Im Durchschnitt können Kaiserpinguine bis zu 1,3 Meter groß werden, was der Größe eines 8-jährigen Kindes entspricht. Nummer 13. Der erste Gedanke, der dir in den Sinn kommt, ist, dass du wahrscheinlich so schnell wie möglich weglaufen möchtest, wenn du diese Ratte siehst. Es handelt sich um die Nutria-Ratte, die normalerweise an Orten mit viel Süßwasser zu finden ist. Ah, das Man ist nennt auch sie auch Melle, die okay. weißen Ratten oder Sumpfratten. Vom Kopf bis zum Schwanz können sie bis zu 64 cm lang werden. Das heißt, sie sind viel größer als der durchschnittliche Waschbär. Nummer 12. Hast du dich schon immer gefragt, warum Gorillas sich auf die Brust schlagen? Sie tun dies, um anderen ihre Körpergröße und Stärke zu zeigen. Die Silberrücken-Gorillas sind mit einer durchschnittlichen Größe von 1,8 Metern die größte Spezies da draußen. Im Jahr 2007 wurde jedoch ein Foto von einem der wahrscheinlich größten Gorillas gemacht, der jemals zu seiner Ruhestätte gebracht wurde. Dem Bericht zufolge halfen mehrere Menschen und es dauerte mehr als 7 Stunden.
Nummer 11. Was für ein Vorteil da ist oder so. Kamele dienen den Menschen seit Jahren, indem sie sie über große Entfernungen transportieren. Aber habt ihr jemals auf die verschiedenen Arten und ihre Größe geachtet? Das Trampeltier kann eine Höhe von 3 Metern erreichen. Aber wenn du dir das Kamel in diesem Video ansiehst, sieht es so aus, als ob es noch größer werden könnte. Unglaublich, nicht wahr? Nummer 10. Es ist bekannt, dass Eisbären die größten Raubtiere des Landes sind. Sie können eine unglaubliche Länge von 3 Metern und ein Gewicht von 800 Kilogramm erreichen. Darüber hinaus sind sie auch unglaublich gefährliche Tiere. Aber wie ihr auf diesem Foto sehen könnt, gab es einmal einen riesigen Eisbären, der über 3,4 Meter hoch war und mehr als eine Tonne wog. Rieseneisbären streifen auch heute noch durch die Arktis, aber wer weiß, was für große Exemplare darunter sind. Nummer 9. Der Stamm der Akta ist ein Volk, das im philippinischen Regenwald lebte und behauptet, Begegnungen mit Riesenschlangen gehabt zu haben. Die drittgrößte Schlange, die dort jemals aufgezeichnet wurde, war eine 6,9 Meter lange Schlange. Wenn das schon beängstigend klingt, solltet ihr nicht im Baleh-Fluss in Malaysia baden gehen, denn dort soll ein Hubschrauber einmal eine 33 Meter lange schwarze Riesenpython gesehen haben. Bewohner des Bezirks Vayanad in Kerala, Indien, sahen vor kurzem eine Riesenschlange, die die Straße überquerte. Nummer 8. Komodo-Warane sind eine seltene Naturgewalt und in diesem Video kämpfen zwei von ihnen gegeneinander. Das wird euch einen Schauer über den Rücken jagen. Kämpfe mit Komodo-Waranen können mehr als 15 Minuten dauern. Sie sind außerdem die größten Echsen der Welt und können bis zu 3 Meter groß werden. Und noch eine kleine Warnung. Du kannst ihnen nicht entkommen, indem du auf einen Baum kletterst, denn sie können sich auf ihren Schwanz stellen. Nummer 7. Es ist unbestritten. Elefanten sind die größten lebenden Landtiere. Der durchschnittliche kleinste afrikanische Elefant beansprucht mit einer Größe von bis zu 4 Metern immer noch ein ganzes Stück Wald. Doch im September 2017 wurde in Kenia ein riesiger Elefant mit der Kamera eingefangen. Es sieht aus, als würde man ein prähistorisches Mammut vorbeilaufen sehen, oder? Ja. Nummer 6. Auch Tiger sind Tiere, die riesig werden können. Hier ist der Beweis für einen weißen Tiger, der mit seinem Besitzer von Myrtle Beach Safari lebt. Im Durchschnitt können sie bis zu 3 Meter lang und über 300 Kilogramm schwer werden. Aber es sieht so aus, als ob der Tiger in diesem Video viel größer ist. Man muss schon sehr mutig sein, um mit diesen Tieren leben zu wollen. Nummer 5. Hier sehen wir einen erstaunlichen Anblick von zwei riesigen Ochsenfröschen, die in der Mitte eines Flusses um die Wette schwimmen. Bei allem, was ihr über Ochsenfrösche erfahrt, werdet ihr euch wünschen, die Evolution hätte sie nie in die Nähe der menschlichen Größe gebracht. Derzeit sind Ochsenfrösche im Durchschnitt etwa 25 cm lang und wiegen 2 Kilogramm. Es heißt aber, dass sie noch größer werden können. Oh, und um noch einmal auf den Kampf zwischen diesen beiden Ochsenfröschen zurückzukommen, sie tun dies, um einen potenziellen Partner zu beeindrucken. Nummer 4. Du denkst vielleicht, dass Hummer nicht so groß werden können, und das stimmt im Grunde auch. Aber in diesem Video sehen wir Jeremy Wade, wie er ein riesiges Exemplar aus dem Wasser fischt. Ein Riesenhummer wie dieser hier ist der größte wirbellose Süßwasserfisch der Welt. Er wiegt etwa 13 Kilogramm und ist satte 80 Zentimeter lang. Könntest du es verkraften, durch trübes Wasser zu laufen, wenn du diese Hummer in der Nähe hättest? Nummer 3. Die Welt ist inzwischen an Kühe und ihre überdurchschnittliche Größe gewöhnt. Aber eine Kuh wie Blossom hast du noch nie gesehen. Wie ihr sehen könnt, überragt Blossom ihre Besitzerin Patty Metz Hansen. Die Kuh hat eine erstaunliche Höhe von 190 cm und Blossom wurde 2014 sogar vom Guinness Buch der Rekorde als die größte Kuh der Welt anerkannt. Nummer 2. Die Goliath-Spinne ist die größte Spinnenart der Welt und kann 13 cm lang werden. Aber es wird vermutet, dass in den Dschungeln noch größere Exemplare leben. Die Spinnen lassen sich noch größer aussehen, wenn sie sich bedroht fühlen und geben dabei ein zischendes Geräusch von sich. Sie ernähren sich von allem, was kleiner oder gleich groß ist wie sie, einschließlich Vögeln, Eidechsen und wirbellosen Tieren. Nummer 1. Hier haben wir Tickle Me Elmo III., der buchstäblich mehrere Preise für seine enorme Größe gewonnen hat. Beim Wettbewerb World's Largest Male Hog Contest auf der Indiana State Fair brachte er 591 Kilogramm auf die Waage. Das durchschnittliche Schwein erreicht höchstens 350 Kilogramm, aber Tickle Me Elmo III. War schon immer ein herausragendes Individuum. Während das Durchschnittsschwein etwa 2 Kilogramm pro Tag frisst, kommt Elmo auf 15 Kilogramm. Welches ist das größte Tier, das du je gesehen hast? So interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video ein Like.
Und abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Ja, wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.